fahren, so geht's. Alter, Digga, wie voll wir sind. Alter, wie viele Sheriffs gerade da sind. Krass, ne? Krass, ne? Ja, geil. Das macht mich glücklich. Ja, ich freue mich auch. Sheriff, die Laden drauf an. Und diejenigen, bitte, die das auch auf dem Leitspendblatt austragen. Diesbezüglich, Herr Brown, wenn Sie angezogen sind, bitte auch anfahren. Umdrehen, rückwärts. Ihr bleibt auf der Gegenspur, fahrt durch. Das ist kurz beim Tunnel auf der Gegenspur ist das. Du hältst sofort an. Ich baller sofort los. Du musst gut anhalten. Ich hab einen. Alter. Ich habe mir ernsthaft einen Kollegen als Geisel genommen, ne? Check, sehr gut. Ah. Scheiße. Ja, ich arbeite doch dran. Harris kommt alleine zurück. Fahrt erstmal. Eigentlich hinterher von Meier. Ja, das sind eh Arsch, ne? Aufsitzen. Guck, dass Harris bei dir alles in Ordnung. Hast du den TV und Sicherheit? Ja, check, dann fahren wir zum TV. Bleib hier stehen, hier ist der TV. Ich glaub, sie nehmen wollen bei meinem Auto. Ja, dann zum Auto von Harris wieder hin. Wo ist das denn? Wir sind auf der anderen Seite, Ihr müsst auf die andere Straßenseite, Jungs. Haben die versucht, dich hops zu nehmen? Ich glaub, die versuchen, weil die stehen gerade vor mir. Ja, okay, wir sind gleich da. Ja, wir fahren dann. I got money. Yeah, I got money. Ja. Also, soweit ist noch alles gut. Das sieht aber aus. Ich würde ihn nach dem Auto kleiert. Okay, ist hier gerade was los? Ja, ja, sieht so aus. Okay. Dann verabschiede ich mich. Ich habe seit gestern Nacht extrem Angst in meinem Leben. Warum das? Hast du einfach ein Kopfgeld? Nee, ich wurde gestern Abend zweimal ausgenommen. Das ist der wieder, wir holen uns den. Und einmal mal wieder. Steig ein. Ich mein Herr Carter, jetzt haben sie noch nahe weniger. Steig bei euch ein. Herr Carter, jetzt haben sie noch ein Haar weniger auf dem Kopf. Oh Gott. Wo ist jetzt der Wagen? Hat er sich Kontakt zu denen? Hallo? Hallo. Für 9? Hallo. Okay. Irgendwer ist auf Dauerfunken. Irgendwer ist ein Dauerfunk. Ich hab nicht einen Anruf. Bin ich ein Dauerfunk? Ah, du. Ja, du bist ein Dauerfunk, ja. Kater? Herr Urs, Sie sind ein Dauerfunk. Jetzt. Jetzt weg, ja. Ich bin Ich bin nur kurz davor rein, weil man weiß ja nicht, was passiert. Ja, weil die nicht mehr den Rang haben. Wir haben die Ränge umgeformt. Jeder kriegt den Rang, der ihm zugehört. Einfach zu, alle Chef-Department einhalten, fahren sofort die Geiselnahme an. Ja, Moment, vorher, wo sind gerade die Chef-Einheiten? Fahrt noch nicht an, Sekunde. Einmal kurz besprechen. Vorsicht. Ja, wir sollen, sag mal, wir sollen rausfahren, wir treffen uns alle hier vorne. Channel. So, jetzt. Nein, der T-Funk ist abgestürzt. Zeig aus! Gut. So, kurz einen Moment warten. Warum soll ich jetzt aussteigen, hä? Ja, du fährst einfach. Fahr jetzt, Harris. Oh. Ja. So, fahr los. Der so, T-Funk. Einheiten gemeinsam jetzt anfahren. Wo ist die dritte Einheit? Den T-Funk, das nervt. Ja, gut, dann jetzt anfahren. Hopp. Mit dem T-Funk nervt immer so hart, ne? Ja, auch for real, Digga, die sind alle so inkompetent, ne?
Oh, jetzt höre ich nur ein kleines Kiddy. Das Auto immer so eine schlechte Lenkung? Ja. Ich fahr's gern. Electrone Victoria ist das perfekte Auto. Zwei, aber die sind ja gerade in der anderen eine unterwegs. So. Bitte. Das ist Hanzo Kartell, oder? Nicht schießen! Ich das sind die von der Staatsbank vorhin. Och nö, ey. Ey, ich meine von dem Staatsgefängnis vorhin. Ich hab gesagt, ein Mann soll euer Kollege sterben. Ja, das sind meine Absichten. Die bleiben hier hinten stehen, alles gut, wir können reden. Alles klar. Reden Sie mit mir und alles ist gut. Alles klar. Meinem Kollegen soll nichts passieren. Ja gut, dann kommen wir mal mit. Bisschen nee, weg von denen. Ich bleib hier stehen und das, die müssen mich sehen können. Das ist alles. Die müssen auch mich absichern. Ja, nee, ich bleib hier stehen. Hier ist es doch weit genug. Ich sehe meinen Kollegen, sie sehen mich. Alles ist doch gut. Alles klar. Wir können doch ganz entspannt sein. Gut. Können Sie jetzt dann Ihre Waffe aus der Hand nehmen, weil ich habe ja auch keine in der Hand. Nein, die bleibt. Das wäre aber jetzt. Ab jetzt wird verhandelt. Jetzt verhandle ich hier. Also, was jetzt Gut, dass er es nochmal sagt. Alter, ey. Also wenn Sie so mit mir reden, dann werde ich hier nicht weiter mit Ihnen verhandeln. Dann wird der Kollege sterben. Das werde ich jetzt verhandeln. Nein, jetzt ist hier Ende. Jetzt verhandeln. Ab jetzt ist Ende. Meine Kollegen, nimmt mal Waffen aus, dem meinte ich jetzt eine Waffe aus. Alle mit den Waffen aus. Wenn du willst, dass du ein Problem mit mir kriegst hier in meinem Count, dann mach weiter so. Ich will meinen Kollegen lebend haben. Alle 5 von SD einhalten zum BK1. Ja, so. 60.000. 60.000 für den Kollegen. Mach keine Faxen, ja. Kein Problem, dann soll der Kollege herkommen. Ich gebe ihm 60.000, der kann durchgehen. Dialekt, ja. Dann sind wir fertig. Ja, ne? Ich kann so, bring den Bullen hier hin. Ey. Sind jetzt nur 3 mit Pistolen? Alter. Der kommt jetzt. Kein Problem. Ich nehme auch gerade mal eine Pistole raus. Ich bin ruhig. Darf ich Sie fragen, warum Sie eigentlich keine Maske tragen? Ich hab leider keinen. Die können wir nicht gern sehen. Na, dann weiß ich ja, wer sie sind, ne? Ne, Dienstnummer 14. Machen Sie mir keine Faxen hier im County. Das mache ich. Mach ich. Wenn Sie hier Scheiße tun, dann verkacken Sie es für immer. Ich sag's Ihnen. Trotzdem, ich bin nicht wie jeder andere. So, gib das Geld jetzt. Bring mal die Umwände auf. Nein, Scheiße, gibst das Geld und dann geht er drüber. Nein, gib dir erst. Ja, soll man hier schnell hinrennen, dann bring ich die alle um. Ist okay. So, und seine Lieblingszahl. Seine Lieblingszahl nicht vergessen. Sehr schön. Können wir gleich tracken. Gut, Kopf geht über die Linie und jetzt die nächsten 30. Kopf geht über die Linie. Moment, ja, krasse. Haben Sie noch Waffen, Kollege? Ja, das ist Basti. Also, Basti alles entspannt, Schimmer. Haben Sie noch Waffen? Ja, ja. Kein Problem. Haben Sie noch Waffen? Ja, dann. Kollege, Sicherheit, Feuer öffnen. Oh fuck, von rechts kommt Schüsse. Ja, von rechts! Jo, Demo fliegt nicht hin.